erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute und erdenklich Gute und Gottes Segen selbstverständlich. Und das ist das Allerwichtigste, den brauchen wir, den braucht er und die ganze Stadt natürlich und das Bistum erst recht. Es ist eine große Zeit gewesen. Wir sind dankbar dafür, dass wir ihn hatten. Und wir wünschen alles Gute für die Zukunft. Möge er lange leben, gesund und frohen Mutes und sich immer noch einbringen in unsere Kirche und auch Gesellschaft. Nee, ich bin ja auch 80, da ist gar nicht Schluss. Da denkt man wirklich noch an viel Schönes, an die Zukunft, nicht nur an den Ruhestand. Und optimistisch wie er auch. Wenn man aus dem Amt scheidet, dann spürt man doch so langsam, was man alles aufgibt. Aber auch das gehört zum Leben, Abschied nehmen zu können. Und ich wünsche ihm die Kraft und auch ein Stück die Freude und Zukunft für die Zukunft. Zu Ihrem Geburtstag wünsche ich Ihnen, dass Sie jetzt endlich, da Sie ja berentet werden, Ihre Dauerkarte besser ausnutzen können und sich eine schöne, ruhige Zeit hier in Mainz machen können und regelmäßig die Stadt auch mehr genießen können und ja, Ihre freie Zeit nutzen. So wie Sie das möchten. Viel Ruhe und dass er sich wirklich das mal vornehmen kann, was er sich jetzt vorgenommen hat oder vornehmen wird. Ich beglückwünsche Karl Lehmann zu seinem 80. Geburtstag, verbunden mit herzlichem Dank für seine Zeit als Bischof, als Vorsitzender der Bischofskonferenz. Ich danke einem großen Theologen, einem großen Seelsorger. Sehr geehrter Herr Lehmann, ich wünsche Ihnen alles Gute zum 80. Geburtstag und dass Sie noch lange Ihren Hobbys vielleicht nachgehen können und weiter so lebendig sind wie heute. Ein ausgesprochen tiefgreifender und ermutigender Ökumeniker, das muss man sagen, nicht? Wir haben vieles zusammen gemacht, bis er dann in die höheren Sphären der Hierarchie davonflog. Hier ist die Verwandtschaft aus Freiburg und wir grüßen herzlich den Kardinal Lehmann, gratulieren ihm zu seinem 80. Geburtstag. Und freuen uns jetzt noch auf das kommende Fest, was wir jetzt noch hier erleben dürfen. Die Sonne lacht ja, das passt zum Kardinal, denn er lacht auch ganz herzlich. Fröhliche Grüße. Kardinal Lehmann, ich wünsche Ihnen, dass Sie noch recht lang Freude am Leben haben und noch recht lang gesund bleiben können. Buon compleanno di tutto il cuore dalla parte di tutta la Chiesa greco-cattolica al nostro caro Kardinale Lehmann. Ich bin Domschweizer, lieber Herr Kardinal Lehmann, und wünsche Ihnen im Namen aller Domschweizer alles Gute und Gottes Segen und einen schönen Lebensweg noch in Ihrem Ruhestand. Alles Gute zum Geburtstag, alles Gute und viel Glück wünschen wir von ganzem Herzen. Alles Gute zum Geburtstag, alles Gute und viel Glück. Ich wünsche dem Kardinal Lehmann, dass er noch viele schöne Jahre hat. Nein, nicht, dass er geht, dass er bleibt, weil sein Wort, also das ist ein Wort, das wir brauchen heute als Christen. Der ist eine Ökumenie sogar, der ist ein also aufgeschlossener Mensch und den kenne ich also seit vielen, vielen Jahren und wünsche Ihnen also viel, viel Glück noch. Gottes reichen Segen und Gesundheit vor allem. Ja, was mir zuerst einfällt, ist so den Bezug zu den Menschen zu behalten, dass die Gesundheit noch ein bisschen stabiler wird und er jetzt einfach auch aufleben kann, wenn die Last der Verwaltung und so wegfällt. Und insofern wünsche ich mir auch für die deutsche Kirche von ihm noch viele Impulse.